So, und da sind wir auch schon wieder, immer noch auf der Suche nach dem Schlüssel für das Tor, wohinter sich das Auge befindet oder vielleicht auch nicht. Ja, dann müssen wir den Hausmeister holen, ne? Genau, Hausmeister Krause. Also, man findet hier eine Menge Abscheulichkeiten. Ja, die ganze Insel ist eine Abscheulichkeit. Ist auch eine Sehenswürdigkeit. Gewächshaus. Ja, das Gewächshaus. Oh, guck mal, ich bin im Gewächshaus. Vielleicht wachse ich ja noch. Hier ist der Sinn, Schade. Ah, jo. Vorsicht, Kreis. Sehr schön. Schlüssel aufgesammelt. Boah, was ist das denn? Chaosschlag. Okay. Sehr gut. Jetzt zurück zum Tor. Das Speed? Fress meinen Staub! So, jetzt aber. Enemine, 1, 2, 3, Sesam, öffne dich. Wir hören, der Schlüssel hier. Natürlich, das Tor ist magisch versiegelt. Natürlich. Es braucht Zeit. Schützt mich bei meiner Arbeit. Achtet auf die Tentakel am Kampf. Sie werden uns hart treffen. Worauf sollen wir achten? Tentakel. Okay, wenn ihr irgendwelche Tentakel seht, sagt Bescheid. Wo kommen denn die Kreise her? Vom Kreismacher. Ah, ich glaube von da oben. Vielleicht sollen zwei Mann mal da hochgehen und da aufräumen. Da sind die Tentakeln, die schießen hier runter und machen die Kreise. Haltet den Feind in Schach, während ich überlege, wie man sie aufbekommt. So, jetzt werden wir unten auch wieder angegriffen. Geht aber. Falls ihr da oben Schwierigkeiten bekommt, können wir euch auch helfen kommen. Ja, wir dürfen hier unseren Terhör nicht so allein lassen, ne? Wie machen wir hier? Sonst liegt der nachher tot auf der Erde und hat mit seinem Schlüssel. Da hast du natürlich recht, allerdings sind hier auch noch die anderen Wachen. Ein bisschen was können die auch tun. Und es war nur eine Ranke und die ist weg. Okay. Ich glaube, die Kreise haben jetzt auch aufgehört. Ich mache Fortschritte. Wird nicht mehr lange. Traherne macht Fortschritte. Hey, hier steht ein Fass herum. Ist da was drin? Steht nichts drauf. Kommt auch nichts raus. Zwischenzeitlich Durchfall kriegt der Hörner mit seiner Arbeiterei. Das sieht alles noch okay aus. Ich glaube, das ist eingepennt. Da gehe ich mal hin und hau ihm einmal mal mit meinem Schwert über die Nase. Hau lieber hier den Dorfbewohnern auf die Nase. Den auferstandenen, ehemaligen Dorfbewohnern. Ja, und es kommen ja auch solche Bandwürmer, kommen ja da auch aus dem Liegenden. Ich glaube, das sind aber unsere. Oh, dann habe ich immer die falschen umgehauen. Wir sind drin. Hey! Oh! Da ist es. Aha. Ich werde nicht verlieren. Da ist das doofe Auge. Das ist ein sehr unangenehmes Auge. Ja. Ich muss hier eben noch retzen. So, jetzt auf zum Auge. Boah, da liegen die schon wieder alle tot. Da muss mein Pet ran. Attacke! Da ist das Auge. Auge anvisiert. Das ist richtig. Das wird kein 200. Genau. Jetzt
Ihr wagt es nicht anzugreifen! Satan wird euch alle verschlingen! Du hast da was im Auge! Stips! Stips! Noch ein bisschen für ihn. Stips! Los zu töten! Das Auge ist nicht sehr schmutzig. Hey Auge, hast du schon das Neueste gehört? Ach nee, kannst ja nicht, du bist ja ein Auge und kein Ohr. Gut gemacht, Kommandeur. Jetzt haben wir etwas, das die Forscher im Fort untersuchen können. Ja, das ist hervorragend. Die Überreste des Auges sollten uns etwas über Saitans Diener verraten und wie sie miteinander kommunizieren. Dann war es das Risiko wert. Wenn wir erfahren, wie Saitan seine Diener kontrolliert, dann können wir diese Kontrolle zu unserem Vorteil stören. Bringen wir es zurück zum Vor. Genau wie diese arme Frau. Sie braucht jede Hilfe, die wir ihr bieten können. Ja, eine gute Idee. So, brauchst du, wie gesagt, du kannst akzeptieren. Und versteht, ich habe hier irgendwas, entwickelt euch zum Auge des Betrachters oder bleibt das Auge... Ja, Brausi, du entwickelst dich und die anderen bleiben. Wir haben das Angebot gar nicht. Ah, gut, also. Dann ist ja okay. Aber jetzt muss ich noch was Schönes aussuchen, ne? Ja, was ich doch noch sagen wollte und was doch der sehr Erwähnung wert ist. Etwas zu Ende deine zu Uniform sieht ja richtig gut aus. Meine? Ja. Ja, ich bin ja schon ein schickes Kerlchen, also. Mann. Jo. Ja, auch sowas muss gesagt werden zwischendurch. Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank. Okay, dann können wir hier raus und dann laufen wir zu eurer Quest. Weil Saitan hat ja zwei Augen, also müssen wir auch beide Augen, ne, ist ja logisch. Wir stehen hier wieder vor der Tür. Ich denke mal, die müssen wir jetzt aufklopfen. Nee, wir müssen noch lieben. Achso, jo. Nee, lässt sich nicht aufklopfen. Nee, dann müssen wir da irgendwie drumrum. Geht da nicht irgendwas zu? Also, wie war das nochmal zeichnen? So, guck, mach mal die Karte auf. Mhm. Da müssen wir hin. Ah. Ja, kommt man denn nicht hier vom Strand aus, so dahin? So, hier ist eine Wegmarke, die ist aber gerade umkämpft. Die habe ich sowieso die nicht. Die habe ich auch nicht. Nee, lass uns mal ins Wasser rein. Ja, wollte ich genau. Gehen. Genau, ja, ganz hervorragend, doch. Manchmal kann ich nur staunen, wie ein einzelner Mensch so viel Hervorragendes zustande bringt. Aber jetzt... Ja, das ist ja auch meine Crew. Auf geht die. Manchmal kann man ja am Ufer schneller laufen, als wenn man ins Wasser reingeht, ne? Ich glaube, laufen geht grundsätzlich schneller. Wobei, ich bin mir nicht sicher, aber vom Gefühl her würde ich sagen, laufen ist vielleicht etwas schneller. Zumal beim Schwimmen sind ja die Fähigkeiten deaktiviert, das heißt... Müssen wir nicht hier rein? Ja. Man kann ja seinen Speed und sowas gar nicht anschalten, es sei denn, man taucht unter. So, und jetzt irgendwie hier so... Moment, der Pfeffer wächst. Der Pfeffer wächst. Ah! Und Mithril-Erz. Wo war jetzt der Pfeffer? Genau auf der anderen Seite. Ah. Okay, ich kann nur sagen, wir schon wieder streiten um die Karten. So. Jetzt müssen wir schon... Sternchen. Was du machst? Was machen wir? Wir drücken auf Ja. Könnt ihr doch nicht allein ihrem Schicksal überlassen. Aber echt, ey. Willkommen, Kommandeur. Ich möchte euch die Junker Tekwen und Karis vorstellen. Sie helfen uns bei unserer Mission.
Sie haben uns mit dem Artefakt versorgt, um die Augen des Saitan anzulocken. Es ist ein verzauberter Spiegel, mit dem man Orr ausspionieren kann. Das ist ein guter Plan, aber ist das der richtige Köder? Seine Magie muss stark genug sein, um die Aufmerksamkeit der Augen zu erregen. Sollte sie sein. Der Spiegel ist mehr als ein Schmuckstück. Er ist ein Portal von und nach Orr. Als ich ihn das letzte Mal benutzte, brachte er mich hierher. Wo ich sie gerettet habe. Naja, Traherne bei ihrer Rettung half. Jetzt sorge ich mich, dass die Augen mehr über den Spiegel wissen als ich. Er stammt schließlich aus Orr. Genau wie sie. Dieses Risiko müssen wir angehen. Seid alle bereit. Ich spüre, wie sich Saitans Einfluss nähert. Was auch kommt, es ist tödlich. Ebola. Oh, da ist der Spiegel. Und da ist das Auge. Ja. Ihr könnt euch nicht verstecken. Ich sehe alles. Saitans Blick weicht niemand aus. Mal ab. Erst klopfen sie über Sprüche. Euer Spiegel gehört dem Drachen. Bald wird alles dem Drachen gehören. Oh. Der Spiegel sieht aber süß aus, da kann man ja nichts sagen. Ja, der hat so ein eigenes Teufelchen, das das Auge trägt. Na komm, lass uns da hingehen. Oh, ja, ganze Armee. Der ruft ganze irgendwie Armee. Den ziemlich und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Hier brauchen wir keinen Schlüssel, den können wir hier so alle... Ja, irgendwie ist das hier etwas direkter, glaube ich. Schon kriegt Zeit, dann was aufs Auge. Ja. Wie schnell geht das? Kann mir hier jemand helfen? Schwach! Ui, 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 ui. Ey, was ist jetzt los? Es zieht Kraft aus dem Spiegel. Saitan ist wieder. Gemeinsam seid ihr stark. Doch ich schwäche euch. Kommt, werde Teil von Saitans Armee. Niemals! Ich bin Pazifist. Er zieht uns an. Ja, der ist unverwundbar. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Das nutzt nichts, wenn wir jetzt da wild drauf losballern. Durch den Spiegel. Oh, ich Achtung, glaube, ich habe das Gefühl, ich wurde durch den Spiegel gesaugt. Ihr auch? Ja. Ja. Oh. Lass uns mal schon sofort hier. Probiert euch neu mit euren Verbündeten. Vorsicht hier, gibt's Aua. Macht gibt mir recht. Na, lass mich doch in Ruhe. Der hat's echt auf mich abgesehen, wa? So. Also es ist doch nicht so, wie wir dachten. Dass wir das hier eben... Einfach nur hinmarschieren, Auge verkloppen, blaues Auge hauen quasi und wieder weg? Nee. Ist auch etwas komplizierter. Ja. So, wir müssen raus. Ihr seht das Sternchen. Ach, da ist die ganze Bande. Hey, da sind die Verbündeten. Und ich glaube, Haslo hatte die Hylek als Verbündete ausgewählt. Ja. Sehr schön. Ich bin froh, euch wiederzusehen. Und ich bin überrascht. Auf eigenem Boden Niemand geschlagen. Sagte uns, dass wir Begleitung auf der Patrouille hätten. Niemand sagte uns, dass Hylek im Pakt sind. Kennt ihr diese Leute, Kommandeur? Ihr traut uns nicht? Der Kommandeur hat mein Volk gerettet und uns gezeigt, dass wir dem Kampf gegen die Drachen beitreten müssen. Schon gut, Ignio. Tekwin ist nur vorsichtig. Wir sind froh, euch da zu haben. Uns jagt ein Auge des Saitan und wir brauchen eure Unterstützung. Die habt ihr. Geht voran, Kommandeur, und die Hylek folgen euch. Juhu! Super, danke. Es nähert sich langsam die nächste Pause. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle, hier ist es gerade so ruhig, den Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und Cut. Cut. Da.